Ja, liebe Freunde der Samuel-Hahnemann-Schule, liebe Engelwölfe, liebe Patienten, liebe Gefährtinnen und Gefährten des Weges. Ich möchte euch heute eine Übung vorstellen, die in meinem Leben, es ist die längste Übung, die ich regelmäßig tue, und im Leben von vielen, vielen hundert Patienten und Schülern von mir eine zentrale Rolle eingenommen hat und immer noch einnimmt. Es ist das Halleluja der Engelwölfe, sehr, sehr frei nach dem eurythmischen Halleluja Dr. Rudolf Steiners. Und ich möchte euch diese Übung als erstes einmal mit ein paar kurzen Erklärungen vormachen und anschließend noch einmal still, wie ich sie jeden Morgen und jeden Abend dreimal für mich praktiziere. Ja, wir beginnen die Übung, indem wir die Arme über der Brust verschränken. Und dann öffnen wir die Arme nach oben, richten auch den Blick nach oben, als wenn wir uns wirklich dem Himmel entgegenstrecken. Dann nehmen wir die Arme nach unten und stellen uns vor, dass wir siebenmal aus einer Quelle schöpfen und siebenmal Wasser zu Blüten bringen, die die Vorderseite unseres Körpers bedecken. Und das vierte Mal und das fünfte Mal und das sechste Mal und das siebente Mal. Und nach dem siebten Mal wieder die Arme über der Brust verschränken. Und dann noch mal drei große Blüten schöpfen. Und große Blüte. Große Blüte. Große Blüte. Und nach der dritten Blüte sammeln wir die Kräfte vor unser Lende und führen diese Kräfte zum Himmel. Ja, als wenn wir diese Kräfte dem Himmel zum Segen darbieten. Dann gehen die Handflächen nach vorne. Eine Hand geht nach unten und drückt regelrecht den Raum nach unten weg. Die andere Hand drückt den Raum nach oben und es entsteht ein Raum für unsere Person, für unser Menschsein. Rudolf Steiner hat diese Geste auch mal den Menschheitsrepräsentanten genannt. Und dann gehen wieder beide Arme nach oben in diese Hinbewegung zum Himmlischen und zum Abschied verschränken sie sich vor der Brust. Und ich mache diese Übung noch einmal still mit und für euch. Es gibt von dieser Übung schon ein Video, wo ich sie im Stehen mache. Findet ihr in meinem Videoarchiv. Diesmal ganz bewusst für alle älteren Hüft- und Kniekranken auch mal im Sitzen, weil die Wirkung oft ja überbewertet wird, wenn man sie nur auf eine ganz besondere Art und Weise tut. Das Halleluja, so wie zum Beispiel auch unsere Gong-Übung oder unsere Atta-Übung, wirkt auch genauso intensiv im Sitzen. Ja, ich wünsche euch beim Üben
viel, viel Freude und viel, viel Erfolg. Halleluja, euer Andreas.